Gutes Team. Jetzt bist du Sonnenhabicht. Stimmt wohl. Wow. Das hat sich einfach getriggert, als ich mich als ich hier ein bisschen rumgelaufen bin. Ich wollte mich hier hinstellen, ne? Hier so umdrehen und dann so hier die Folge beginnen. Aber der bewegt sich noch. Dann hat sie mich einfach angequatscht. Sowas aber auch. Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt mit drauf ist, aber sie hat nur gesagt, hey, cool. Du bist die Sonnenhabicht. Herzlichen Glückwunsch. Dann reden wir mit den zerschmetterten Vollpfosten da oben. Oh, letzte Folge war ja so... war ja heftig. Oh, ich bin immer noch ganz kaputt. Oh, seltsam, als wäre das gerade erst mal so eine Minute her gewesen. Talana, er lebt noch. Geh aus dem Weg, Nora. Abschau. Loser, wir haben ihn platt gemacht. Die Loge ist endlich frei von deinem Einfluss. Ich hielt sie am Leben. In dunkler Zeit. Nein, du begrubst sie. Und das Andenken meines Vaters. Hätte ich doch. Hätte ich doch. Hättest du doch was. Hätte ich dich doch kämpfen lassen. Gegen Rotschland. Um ihn zu schwächen. Verdammt. Tja, du hast ihn ja nicht geschwächt. Der hatte Full Life. Vollidiot. Hier liegt der Sonnenhabicht der Jägerloge. Irgendwie schade. Nach all dem trauerst du noch um ihn? Oh nein. Ich hätte nur gern sein Gesicht gesehen, wenn ich ihn beerbe. Okay. Komm zu mir in die Jägerloge, wenn du Zeit hast. Ich glaube, der neue Sonnenhabicht will dich begrüßen. Nice. Puh, endlich ist der Heini im Eimer. Ja, hier drüben gibt es noch ein paar Blumen. Die werde ich dann irgendwann mal off-cam machen. Genauso wie die hier. Also drei Blumen hole ich mir dann noch irgendwann. Aber das Panorama könnten wir uns doch mit reinziehen. Na, wir gehen erstmal in die... Oder? Sollen wir erstmal hier in die Loge gehen? Ja, komm. Wir machen mit der Quest fertig. Lass uns das mal nicht so zerhackstückeln. Das Panorama läuft uns nicht weg. Bin gespannt, was das Spiel noch alles zu bieten hat. Ein Behemoth muss ja dann noch übler sein. Aber es war schon eine mutige Taktik. Was ist mutig? Es war schon eine geile Taktik, mit dem Zersprenger zu arbeiten. Hat uns auf jeden Fall ein paar Pfeile gespart, die wir dann am Ende noch benutzen konnten. Ja. Und dann auf zur Loge, die endlich in... Ja, ich will nicht sagen Felgenhänden ist, aber... Endlich in Händen ist, wo der Handbesitzer nicht ganz so ein Arschloch ist. Oder was ist nicht ganz so ein Arschloch? Sie wirkt da echt cool drauf und so. Oh, mei. Wir kennen sie noch nicht wirklich lange. Mal gucken, was da los ist. Geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Hey, lauf nicht weg. Oh, hier ist noch was. Haben wir das auch noch nicht gelesen? Oh. Bericht über Rotschlund 2. Ach, weil wir ihn jetzt umgebracht haben, oder was? Im Laufe der Zeit werden alle Kreaturen fallen. Ah, ja, okay. Lass uns mal lesen, weil das haben wir zustande gebracht, ne? Im Laufe der Zeit werden alle Kreaturen fallen und alle Legenden verblassen. So geschah es auch mit Rotschlund, den tödlichsten aller Donnerkiefer. Im Sommer des dritten Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Awad erhielt Sonnenhabicht Aziz Nachricht von einer Sichtung und begab sich auf die Jagd nach der Bestie. Talana, Habicht der Loge, tat es ihm gleich. Und kurz darauf folgte ihr auch ihre Drossel Aloy von den Nora. Oh hey, wir werden namentlich erwähnt, geil.
Aus Angst, dass Talana Rotschlund zuerst erlegen und ihn als Sonnenhabicht ersetzen könnte, griff Aziz zu niederträchtigen Methoden und stellte dem Habicht eine Falle. 9 Söldner überfielen sie, doch mit der Hilfe ihrer Drossel besiegte Talana sie alle. 6 erschossen, 3 in die Luft gesprengt. Nee, wir haben da eher mit dem Speer zugehauen. Habicht und Drossel begaben sich wieder auf Rotschlunds Fährte und erreichten ihn in dem Moment, als das legendäre Monster den Kampf mit Sonnenhabicht Aziz für sich entschied. Hieb mit dem Schweif. Gemeinsam konnten die 2 Frauen Rotschlund schließlich in einem Kampf besiegen, der einer Legende wahrlich würdig ist. Oh ja. Aziz erlittene Verletzungen waren unglücklicherweise tödlich. Zerquetschte innere Organe, nachweisliches Versagen der Darmfunktion. Und er erlebte nicht mehr, wie Talana seinen Platz als Sonnenhabicht einnahm. So endet der Bericht über Rotschlund, die blutrünstigste aller Maschinen. Oh ja. Ach, komm, weg da. Rotschlund. Hat mich ein paar Nerven gekostet. Da. Ein Denkmal für meinen Vater und Bruder und für alle, die im Sonnenring starben. Das hast du ermöglicht, Aloy. Danke. Gern. Rotschlund mit Talana gejagt. Nice. Sonnenhabicht, wie läuft's denn so? Fühlt sich gut an, ne? Und? Wie ist das so als Sonnenhabicht? Tja, wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Ich schulde dir was. Du hast hier immer ein besonderes Zuhause, wenn du willst. Oh, sogar besonders. Was passiert jetzt in der Loge? Als Sonnenhabicht sorge ich dafür, dass wir zukünftige Mitglieder nach Fähigkeiten auswählen, nicht nach Karja-Blut. Diese Loge wird mit dem überholten Regime nichts mehr zu tun haben. Wunderbar. Was war das für ein Gebet, das du vorhin gesprochen hast? Ich habe nicht alles gehört. O große Sonne, sprich mit dem Mond und lass die Toten in Frieden ruhen. Schütze sie mit der Rüstung glänzender Wärme. Oh. Gib ihnen Sonnenstrahlen als Speere und beleuchte ihnen den Pfad zu den Himmeln, jedem von ihnen. Habicht Gravit Khan Morsa. Habicht Siraf Khan Pir. Habicht Yusalin Khan Jageer. Habicht Kulasif Khan Sovali. Habicht Bratevin Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Oh, sehr schön. Nochmal alle in Erinnerung gerufen. Tja, herzlichen Glückwunsch, Talana. Ich muss jetzt gehen. Danke, Aloy, obwohl du Nora bist. Die Beute sei immer dein. Das war lustig. Weil wir irgendwann gesagt haben, ich sollte eher Aloy trotz Nora heißen, nicht Aloy der Nora. Schön, dass die das so noch mit reingenommen hat am Ende. Oh Mann. Erst hier Rassismus in der Loge und jetzt, weil das kein Thema mehr ist scheinbar, fangen wir mit Sexismus an. Ja, danke auch. Ich wollte gerade sagen, das hört sich nach nicht viel an, aber... Der in der Mitte ist ja geil. Der ist voll im Groove. Ah, oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach ja. Sollen wir uns das auch mal angucken? Mal so einen kleinen Abstecher zu dem Banuk. Das ist Stufe 12, komm, das gucken wir jetzt mal kurz auf der Karte an. Wo ist das? Da oben. Ja komm, wir machen da mal ein bisschen weiter. Mich interessiert es, wie das bei dem Banuk zugeht. Uff. Ja, ja. Die
kleine Drossel fliegt in die eisigen Lande. Es sah zumindest sehr kalt aus da. Wir haben auch ordentlich... Ach stimmt, wir hätten ja... Ich vergesse immer, dass wir beim Händler vielleicht mal was ablegen sollen. Aber das sieht... Ja, das sieht wirklich ein bisschen arg kalt aus. Kein Händler nahe dran? Nur gut. Unterwegs finden wir bestimmt irgendwo irgendeinen Händler. Einen Fertigkeitspunkt haben wir, das habe ich gesehen. Aber den investieren wir nicht. Das ist wieder so ein Hase, der auf der Stelle rumhüpft. Mehr kann ich nicht tragen. Ach ja, okay. Pass mal auf. Dann werden wir ein paar Zünder los. Oh. Nachdem wir hier Sachen gebaut haben. Kann ich es immer noch nicht tragen? Yep. Okay. Einmal den Zünder. Ah ja. Hier. Das hat er wörtlich genommen. Dann haben wir Platz dafür, dankeschön. Für das Fleisch von der Wilson bitte auch. Das nehme ich lieber mit. Ja, dann geht's Richtung Bergkette. Wow. 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 Oh, war schwer. Ich glaube, wir brauchen Gänsehaut und Fuchshaut, ne? Oh, gutes Fleisch. Wir sind schon wieder voll. Alter. Na gut. Wir schmeißen das da weg. Zerlegen dann hier noch mehr Zünder. Ne, den Draht können wir gut brauchen. Kühlsaft haben wir auch so viel. Und Kisten haben wir noch und nöcher. Alter. Wieso können wir denn nicht die anderen Fallen hier bauen? Hier geht das. Seltsam. Okay, dann bauen wir hier alles, was wir bauen können. Ach, ist auch das Holz wieder aufgehoben. Ist aber interessant, dass das dann am Boden liegen bleibt. Das hält sich. Ja, wir können da was bauen. Hey, grüß dich. Und tschö. Ach halt, da müssen wir in die Halterung schießen. Kurz. Was sind mit den Waffen? Ja. Wir legen uns noch mal was anderes hier oben hin, und zwar... Ja, die Falle. Da könnten wir auch die noch modifizieren, da ist gar nichts drin. Das ist nur für die... Ja, komm. Was soll's? Dann
Modifizieren wir die voll auf Schock. Können wir hier noch was Schönes machen? Okay. Dann, das ist unser Kaja-Machtbogen. Oh ja. Mehr Feuer, nice. Dich habe ich auf Eis getrimmt. Hm. Dann machen wir doch gleich mal noch mehr Eis rein. Ja, also. Erstmal wegspringen. Dann eine Sprengfalle. Gucken wir auch gleich mal die Schockfalle an. Oh, die bringt nicht viel. Hab ich dich. Wir könnten ihn sogar überbrücken. Wieder. Komm schon, nur noch den einen. Oh, natürlich kriegen wir ordentlich das Maul. Wieso auch nicht? Ihr sucht mich jetzt, ne? So, einmal hier sneaky rein. Oh, ich dachte, ich wäre hier dem am Start. Nicht, wo ich bin. Schon wieder einmal. Okay, dann löschen wir dich aus. Hier schießt du dir hoffentlich ins Auge. Jupp. Oh, da sind auch noch Vögel am Start. Echt jetzt? Ich weiß natürlich nicht, wo ich meine... Ah, da sind meine Fallen. Alter. Okay, pass auf. Hallo? Habe ich keine... Doch. Oh, voll daneben. Hey, die brauchen nur zwei zum Abfackeln. Nice. Der ist im... Nicht im Eimer? Schneller, schneller. Leck mich! Komm schon, heilen. Hey, Sacker. Ein etwas krasser Gegner alleine ist deutlich einfacher zu handhaben als also mehrere. Vor allem, wenn es dann wirklich so viele sind. Man die Scheiße auch nicht sehen kann, weil die da sonst irgendwo rumdaddelt, ey. Okay, der brennt. Ich brauche wieder zwei Pfeile mit drauf. Oh, leck mich doch. Hey, brennt. Du brennst auch gleich wieder, außer ich hätte dich getroffen. Nice. Möchtest du nicht in meine Fallen laufen? Hat der das Ding da gerade weggestiefelt? Oh, wie cool! Er hat seinen Kumpel da abgeholt.
Oh no. Klasse. Echt einwandfrei. Oh, hat er wieder abgelegt. Der wollte sich den auch gerade abholen. Sag mal, wie arschgeierig sind die denn? Das fand der wohl nicht so nett, dass ich das gesagt habe. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen in die Richtung und diese Boxen looten, die auf den Rücken sind von den Teilen. Dann musst du echt um dein Leben kämpfen. Um dein fucking life, ja? What the fucking fuck? Hoffentlich kriegen wir da ein bisschen was rausgelootet. Wir haben über 3000 Metallscherben, das ist schon mal nicht verkehrt. Sollten wir vielleicht auch mal in bessere Rüstung investieren und so? Und die können wir immer noch nicht abbauen, ne? Hm. Oh, sehr nützlich. Oh. Ich habe den Fuchs gehört, aber nicht gesehen. So, gibt es hier noch irgendwas zu looten? Ja, da hinten ist scheinbar noch was. Hm, gut. Oh, ich habe keine Lohe. Alter, mir gehen die Ressourcen aus. Wow. Oh, hey, Fuchsi. Hey, war das dein Bruder? Sorry. Oh, da ist noch einer. Warum gibt es so viele Füchse? Wir fast den Ghost of Tsushima. Hoffentlich ist dann die Gottheit nicht böse auf mich. Upsi. Nützlich für eine alte Rezeptur. Oh, da sind nochmal so Flugbeutel-Heinis. Das da drüben sieht aber auch gemütlich aus. Wow, ein riesiger See. Ja, das da drüben sieht gemütlich aus, sagt er. Und sieht dann hier auch hier so einen... Ist das ein Plünderer? Ja, geht. Das kann ich bestimmt bald... Das Wildschwein fackel ich mal nicht ab. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Grase am Start, oder wie schaut das aus? Lanzenhorn? Lanzenhorn, okay. Oh. Ja, klasse. Dann gehst du mir also direkt hier auf den Sack, ja? Der nächste ist am Start. Au. Daneben! Ich hab da echt daneben geschossen, ja? Ich mein, ist nicht selten der Fall, aber trotzdem. Nervig ist es jetzt gerade. Ja, kurze Fix, ey! Geht's noch? Ey, fast hier an dem Frostdödler verrückt. Ja, komm her, du Arsch. Ist geil, wie der Pfeil da drin steckt. Was muss es denn mit seinen Frostbeutel zerlegen?
Okay, der U kommt auf jeden Fall hier runter, nice. Seltenes Teil. So was, unser Medizinbeutel ist hier wieder leer. Der hat Kühlsaftbehälter hinten drauf, keine Lohbehälter. Oh. Geil, dass du die einfach abschießen kannst. Ich werde tun, was ich. Was? Stufe 34 erreicht? Warum das denn? Okay, der nächste ist dran. Wow, den bin ich aber ordentlich mit reingesprungen. Okay, da war noch einer. Nö, geht. Ich muss mir Lohe besorgen eigentlich. Ich sollte mal zu Feuerbrillrücken gehen. Ja, und hier wird es auf jeden Fall kälter. Da liegt noch was. Wir müssen in die Richtung. Ah, ja. Du bist auch so einer. Okay, wir gehen Vollstoff auf dich drauf. Oh. Der war knapp. Hätte auch ins Auge gehen können. Das ist ja cool. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Lagerfeuer, aber nee. Oh, da sehen die Lagerfeuer anders aus. Geil. Aber das war keins. Kriege ich aus euch Lohe raus? Hoffentlich. Servus. Okay. Zwei niedergestreckt. Der dritte auch gleich. Oh ne, der ist nicht betäubt. Fuck. Du Sack. Und der Beutel schon wieder weg. Aber die haben Lohe mit am Start. Nice. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ja, jetzt kann ich es mit aufnehmen, weil Lohe weg ist. Ich brauche einen Händler. Das hört sich nach einer richtigen Kolonie von Wildschweinen an. Warst du das, die da so gegrunzt hat? Oh oh. Kein Grund für oh oh. Oh, der hat doch Lohe mit am Start. Nice, beide umgeschnetzelt. Oh, lebst noch. Alter. Oh, ich wollte eigentlich nicht hier mit Feuer schießen. An. Hallo.
stürm doch mal auf mich zu. Hey du. Wunderbar. Zwei? Ach ja, no, ich wollte hier drauf sparen. Mehr Schaden bei Schlagangriffen. Das hätte uns hier auch ein bisschen geholfen. Aber wir müssen wieder Rohstoffe loswerden. Einmal nach oben geht auch, okay. Dann. Zünder hier, das Fleisch, da haben wir auch so viel knochiges Fleisch. Okay. Dann looten wir hier alles und. Ja, hier ist noch der Rest, danke. Kampfmusik? Das sieht gut aus. Du siehst gut aus. Ah, da hinten sind noch welche. Ah ja, da oben ist noch was zum Looten. Uff, sind da nicht schon drüber? Komm, die lassen wir auch in Ruhe. Oh, Heiltränke müssten wir uns auch mal neu bauen. 500 Schritte! Ey, da ist noch so viel unterwegs dran. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Das ist ja cool. Gefroren! Okay, wir versuchen in der nächsten Folge hier nach... Ja, was ist nach? Zum Banuk-Lager zu kommen. Und das hier sieht mir auch danach aus, als gäbe es da irgendwas Krasses noch. Was ist das denn hier? Das könnte so eine alte... Oh. Ja, könnte eine... Ich mach mal alles an. Wird trotzdem nicht sonderlich viel mehr gezeigt. Hier gab es einen Händler? Ja, moin. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde bei dem Händler ein bisschen was... Ich wollte nur aufstehen. Ich werde bei dem Händler noch irgendwas verkaufen. Einen Großteil. Und mal gucken, was er im Angebot hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.